Moin moin Freunde der Summer-souligen Wohlfühlatmosphäre, hier ist euer Cheese-Weltmeister, Spielfilipp TV. Ich wollte einfach mal chillig noch, ich bin beim Finals-Boss, ich wollte das Spiel noch nicht beenden. Ich wollte einfach chillig noch mal die Bosse machen, die ich ausgelassen hatte, beziehungsweise gar nicht gefunden hatte. Und deshalb ausgelassen hatte, oder bewusst ausgelassen hatte, weil ich des Kämpfens mal wieder müde war. Den hatte ich gar nicht gefunden. Ich war so fasziniert von diesen Dudes und habe so in der Ferne so mein Ziel gesehen. Darauf wurde auch, glaube ich, angesprochen. Habe ganz vergessen, hier mal rumzubiegen. Und hier haben wir ja, glaube ich, das schöne Kolosseum. Genau. Und da habe ich hier was entdeckt. Der Dude ist mal wieder, ja, ist schön, schön und gut, dieser Dude. Aber ich wollte eigentlich noch mal entspannt fighten. Und nicht so ein Hektik-Mektik haben. Und noch mal ein paar Gebiete absuchen. Natürlich auch ein paar Bosse, die ich vergessen habe. Oder einfach nicht gefunden habe. Dass ich schon mal weiß, wo die sind, mir das merke. Um mich so ein bisschen für das Finale noch zu rüsten. Wobei der Finals-Boss, der braucht ja eigentlich nicht so viel Power unter der Haube. Also ich sag mal, der wird wahrscheinlich nicht mal zu den Top 5 Schwierigkeitsgrad-Bossen gehören. Also der lag mir ziemlich gut. Nichtsdestotrotz will ich hier noch einiges mitnehmen. Ich habe dann noch ja, so eine blitzschnelle Göttin. Wie hieß die? Irgendwas mit V? Die war völlig insane. Die muss ich auch nochmal machen. Die hatte ich nämlich damals auch angetestet. Die herumgeschossen hat wie verrückt. Und die ist vor diesem direkt links, wenn ihr da weitergeht, wenn ihr quasi vom Leuchtfeuer, von der Resonante links geht, ist so ein roter Riss da. Und rechts wird dieser Koloss. Die muss ich noch wachen. Und dann bin ich doch irgendwann mal in so eine Falle gelaufen in meinem Video. Da war auch noch so ein Dude, aber einer von diesen 0815 Bossen, die wir schon mittlerweile ja gefühlt 50 mal vorgesetzt bekommen haben. Mache ich aber auch noch. Und vielleicht ist hier im Kolosseum noch was drin, beziehungsweise über eine Questline. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, wie auch immer, diesen Dude hatte ich gar nicht gefunden. Ja, und der tut mir heute überhaupt nicht gut. Also Sekiro-Freunde, die werden sich freuen. Die können hier was für die Controller-Industrie tun. Und ihn wegperren. Achso, kleiner Tipp. Geht gleich erstmal hin. Bisschen kämpfen müsst ihr. Damit ihr eure Specials aufgeladen habt erstmal. Ja, er gibt an. Stolzer V. Den gebe ich ihm noch. So, das hau ich ab. Das war's schon. Jetzt laufen wir hier hin. Also, ungefähr hier hin. Und locken ihn hier hin. Ist auch ein Experiment. Vielleicht geht er in der zweiten Phase doch ab. Aber habt ihr erstmal in der ersten Phase ein bisschen Ruhe. Gut, okay. So, jetzt ist er dort. Ammonia selb rein. Okay, es klappt gleich jetzt so. Ein bisschen besser vielleicht stehen können. Warte mal. Wieso kann ich die... Doch, kann ich. Jo, machen wir es so. Machen wir den Elefanten. Ist ein bisschen müßig, aber... Den Eiferer, das ist der Eiter... Eiterteller. Den eitlen V, den machen wir so. Ganz genau. Aber ich will gleich noch mal so ein paar Hits geben. Ich will meinen Atem noch aufladen. Da geht es ein bisschen schneller. Geht nur gerade nicht, ne? Das ist so ein Hitzgeber. Warte mal. Ja, nicht, dass er gleich lebendig wird. Ja, machen wir erstmal so. Der Dude geht in der zweiten Phase ab für Discos. Allerdings wird er hier auch gleich abgehen, schätze ich mal. Und seine komischen Fernattacken, die kommen wohl hier auch durch. Also ganz so einfach ist der Cheese nicht. Ihr müsst zumindest seinen
Flachen, die gehen über euch rüber, aber die hohen, die rasen auf euch zu. Zwei Stück macht er davon. Ja, vielleicht lässt er das auch jetzt mal gucken. Ich versuche da mal rüber zu hüpfen und ihn einzugeweihen, ob das klappt. Vielleicht auch nicht, aber ist trotzdem deutlich angenehmer als dieser andere Zinnober. Kann hier gerade nichts einnehmen? Ich häng selber? Jetzt ab hier kann ich. Ammoniasepp einnehmen. Mal dahin. Gut, nice. Okay. Nice. Das hat aber nichts zu bedeuten. Aufpassen. Noch Schiss, dass er lebendig wird? Nee, okay. Er kann durchaus lebendig werden. Aber so ist es nicht. Es kann durchaus sein, dass er lebendig wird. Zealot Trophäe erhalten. Ja, das schien wohl ein besserer zu sein, auf jeden Fall. Er kann durchaus noch lebendig werden, denn feuert er auch hier durch. Seid ihr auch nicht sicher? Bei seinen Fernattacken. Also das Timing müsst ihr dann hinkriegen. Es sind häufig die letzten beiden. Die ersten beiden gehen über euch rüber. Das sind solche flachen Schirme. Aber die sozusagen aufgestellten, vertikalen, schwarz-weißen Schirme, die erreichen euch. Und das müsst ihr dann drauf haben, entweder die zu parryen oder auszuweichen. Zweimal. Und dann wieder möglichst nah ran, dass er andere Moves macht. Und wenn er tatsächlich schafft, mit seinem Überkopf, Salty, hier bei euch zu landen, dann müsst ihr natürlich blitzschnell reagieren, ihn wieder hier hochlocken und das ganze Prozedere wiederholen. Ist ja logisch. Lockt ihn hier hoch, er kommt dann und dann hüpft er hier rüber und versucht ihn wieder in so eine Schockstarre zu kriegen. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, dass du geschockt bist von so viel Intelligenz. Von so viel Klugheit, von so viel Weisheit im Spiel, von so viel Effizienz und Effektivität. Leute, ich habe eine Kilokalorien verbraucht für den. Was kann es Schöneres geben? Was kann es Schöneres geben? Ich habe ihn nicht gestresst, ich habe mein Herz geschont, meinen Controller geschont. Die Controllerindustrie verdient nicht an mir so viel. Mein Finger... Tourette geschont, wunderbar, bye bye und auf Wiedersehen.